Gürtel hatte wirklich das, was man Charisma nennt. Und war, wenn er vor allen Dingen, wenn er seinen guten Tag hatte, in der Lage, sofort jemanden für sich zu gewinnen. Und die Wurstmarkt war ja der Biergartenversehentlichkeit. Und da aufgetaucht ist, morgen da hat mir Schuppe gegeben, kennen Sie? Da hat ja auch gerne einer getrunken, kennen Sie? Ich glaube, wenn ich als Jugendliche ihn getroffen hätte, wäre ich wahrscheinlich so physisch auf ihn losgegangen. Heute sieht das etwas anders aus. Ich würde mir jetzt überlegen oder würde ihn auch fragen, wie kommt ein Mensch so weit, so ein ganzes Volk vernichten zu wollen? Also wie kommt man überhaupt so weit, so destruktiv zu sein? Unsere Geschichte beginnt hier, in Lingenfeld bei Germersheim. Hier kam Josef Birkel am 30. März 1895 zur Welt. In Deutschland regierte der Kaiser, die Pfalz gehörte zum Königreich Bayern. Die Leute in Lingenfeld, meist Arbeiter und Landwirte, rechtschaffen, fleißig, unauffällig und katholisch. Das Geburtshaus. Vater Birkel ist Bäckermeister. Der kleine Josef, ein hübsches, ganz normales Kind. Vater Birkel im Hof seines Hauses. Josef erhält eine gute Ausbildung, denn das Kind soll es einmal zu etwas bringen. Realschule, dann Lehrerseminar in Speyer. Der Junge wird Lehrer. Birkel 1914, ein fröhlicher junger Mann. Serbien muss Sterbien. Hurra, wir sind mobil. Warum und wozu? Fragen passt nicht in die Zeit. Man ist deutsch und das genügt. Der junge Birkel meldet sich freiwillig zur Infanterie. Von der Schulbank in den Krieg. Der Fronteinsatz währt nur kurze Zeit. In dieser Pose haben sich Millionen deutscher Männer fotografieren lassen. Das Bild ist ein Ausweis. ...1916 wird Josef Birkel vom Kriegsdienst beurlaubt, um seine Lehrerausbildung zu beenden. Als er sich 1918 freiwillig in das Inferno zurückmeldet, ist der Krieg schon verloren. Das nächste Kriegsziel nach der Niederlage steht bereits fest. Rache für Versailles, Revanche bei den Franzosen. Auch sonst sind die Feindbilder klar umrissen. Der Jude ist an allem schuld. Rodalben bei Pirmasens, kleine Schuhindustrie im Pfälzer Wald. 1921 tritt Birkel hier seine erste Lehrerplanstelle an, gründet eine Familie und findet Anschluss an nationalsozialistische Kreise. Der Lehrer Birkel hat nur noch ein Ziel, Hitler folgen und vom Vaterland die Schmach der Niederlage tilgen. Dabei bleibt er stets zu Scherzen aufgelegt. Freundschaften aus dieser Kampfzeit halten sein Leben lang, von Neustadt über Saarbrücken bis nach Wien und Metz. Im Februar 1924 eine erste Aktion, die Tote hinterlässt. Sturm auf das Bezirksamt Pirmasens. Mit Hämmern, Äxten und Brecheisen verschafft sich eine Menge, in der auch Birkel gewesen sein soll, Zugang zum dritten Stock. Dort haben sich die letzten Anhänger einer pfälzischen Autonomie verschanzt, die Separatisten. Die getöteten Separatisten. Und noch heute zu lesen, die Gedenktafel für die gefallenen Stürmer. In schwerster Zeit gaben sie ihr Leben im Glauben an Deutschlands Größe und Zukunft. Mit 31 wird Birkel Gauleiter. Wahl in den Reichstag. Birkel ist nun Berufspolitiker. Den Weg zur Macht pflastern Schulden.
Gerichtsverfahren wegen Verleumdung und republikfeindlicher Umtriebe. Gegner attackiert er als Juden, Freunde oder Franzosenknechte. Ein Höhepunkt in Birkels Leben, 1932 kommt Hitler zum Wahlkampf nach Neustadt. Nach dem Besuch schreibt der Gauleiter: Wir gehörten dem Führer, ehe wir ihn sahen. Und seit dem Tage, da wir ihn persönlich spürten, kamen wir nie wieder von ihm los. Als Hitler 1933 Reichskanzler wird, zählt der Gau Rheinpfalz zu den stärksten Parteiorganisationen der NSDAP. Er hat einen relativ hohen Anteil an Arbeitern vorzuweisen. Von Neustadt aus säubert Birkel nach der Machtübernahme die pfälzischen Kommunen von Bürgermeistern aus KPD und SPD. In den Gemeinderäten installiert er Nazi-Mehrheiten und verkündet: Mein Gau wird als erster judenfrei. Die Villa Böhm in Neustadt. In den 30er Jahren Reichskommissariat, ein Amtssitz Birkels, heute Heimatmuseum. Mit ihm zu tun hatten, leben fast alle nicht mehr. Aber August Fries, damals Birkels Fahrer, kann noch erzählen, wie er so war, der Gauleiter. Als Chef? Ja. Wenn er neben mir gesessen hat, haben wir über alle Themen gesprochen. Natur, ihr, oder wie es geht, oder Krankheit oder was, so wie heute auch. Die Gauleitung in Neustadt. Und Birkels spartanischer Arbeitsplatz. Von hier aus macht er sich ab 1933 beliebt mit sozialen Maßnahmen, Arbeitsbeschaffung und Hilfe für die Armen. Die finanziert er mit Zwangsspenden. Bis zu 20% lässt er den pfälzischen Beamten abziehen, als freiwillige Abtretung. Die Jagdhütte im Pfälzerwald schenkt ihm die Belegschaft seiner Parteizeitung. Das Motto drückt. Der Gauleiter macht auch im Walde Politik. Hitler ernennt ihn zum Saarbevollmächtigten. Damit wird er verantwortlich für den Wahlkampf der NSDAP in der Volksabstimmung im Saargebiet am 13. Januar 1935. Horst Schlesiner, Birkels letzter Gau-Propagandaleiter, nach dem Krieg erfolgreich in der Werbung. Er brachte Birkels Reden in die Volksempfänger. Die Erschaffung des deutschen Menschen kam nicht aufgrund eines Parteibeschlusses zustande, sondern der Schöpfer hat dem Deutschen ein eigenes Blut gegeben und ihm als göttlichen Willen die Selbsterhaltung zur Pflicht gemacht. Volkstum ist nichts anderes als göttliches Gesetz. In seinen Reden war er nie intellektuell, aber
sehr persönlich, mit sehr viel Gefühl und sehr viel Einstellung auch für die Menschen, zu denen er sprach. Im Gau Pfalz gibt es kein Konzentrationslager. Ich bin der Auffassung, dass man in den allermeisten Fällen Hunger und daraus entstandene politische Verwirrung und Hass nicht beseitigen kann durch Konzentrationslager, sondern indem man den verhetzten Menschen die unsozialen Voraussetzungen für ihre Einstellung nimmt. Das glauben ihm die Leute an der Saar. Das KZ steht in Dachau. Die Volksabstimmung geht korrekt vonstatten, wird zum Erfolg für Birkel. Für Anschluss an Deutschland 477.119. Mit Birkel beginnt an der Saar die Herrschaft der Pfälzer. Birkel wird Reichskommissar für das Saarland und Experte in Eingliederungsfragen. Auf die Behm, die Pelser komme, rufen die Leute. Von den einheimischen Nazis gelangt keiner in Spitzenpositionen. Die letzten Reste von Französischem fallen. Bei seinen Pfälzer Weinbauern macht sich der Gauleiter im selben Jahr nachhaltig populär durch Maßnahmen zur Absatzförderung. So hat Birkel hier in Schweigen am Deutschen Weintor bis heute einen Stein im Brett. Das Hakenkreuz haben die Franzosen weggeschossen. Deutsche Männer und Frauen, diese Straße heißt fürderhin die Deutsche Weinstraße. Sie zieht durch das größte deutsche Weinbaugebiet. Wer hat den Gauleiter Birkel nur jemals Bierleiter Gaukel genannt? Dieser Mann stand auf Wein. Birkels Heim, bis heute kaum verändert. Der Gauleiter mit seiner Familie. Den Kauf des Hauses Mitte der 30er Jahre ermöglichte Kapital aus der Parteizeitung. Ein günstiger Kauf. Denn der Voreigentümer, ein Sozialdemokrat, brauchte Geld für die Emigration nach Frankreich. Über den Bergmann schrieb Birkel damals: Wir stehen um diesen echten deutschen Mann aus der Grube und sehen in ihm ein Abbild, Adolf Hitler. Wenn wir von Nationalsozialismus sprechen, dann war Birkel völlig eindeutig auf der sozialen, sozialistischen Seite. Auch alle seine Reden, seine Gedanken bewegten sich immer um dieses Thema. Der Arbeiter ist für uns der Ehrenmann, weil das Wort Ehre nicht zuletzt an Leistung für die Gesamtheit gebunden ist. Wo käme Deutschland hin? Gäbe es nur solche Menschen, die aus Größenwahn und eingebildetem Stolz sich für zu gut halten, jene Arbeiten zu verrichten, die im Grunde die allerersten Voraussetzungen sind für das Leben der Nation. Als Birkel hier mit Reichsminister Göring für die Arbeiter in seinem Gau Lohnerhöhungen durchsetzte, schalt Propagandaminister Goebbels ihn einen verantwortungslosen Radikalinski. Wenn andererseits Arbeiter mit spontanen Aktionen selbst ihre Forderungen stellten, ließ der Gauleiter scharf durchgreifen, wie im Großrosselner Grenzgängerkonflikt. Mehrere hundert Bergleute gingen damals hier geschlossen über die Grenze, um ihre in französischen Gruben verdienten Löhne eigenmächtig umzutauschen. Sie wandten sich damit gegen neue staatliche Devisenbestimmungen, die ihnen Reallohnverluste aufgeladen hatten. Einsichtige Arbeiter holte Birkel wieder aus dem Gefängnis heraus. Strafe und Belohnung der Lehrer ließ sich nicht verleugnen. Hauptanreiz zum Mitmachen und sich fügen, das eigene Häuschen im Einheitstyp, Modell Volksgemeinschaft. Die war deutsch, weiß und nationalsozialistisch. Ihre Kehrseite hieß Ausgrenzung.
Margot und Hannelore Schwarz, zwei Schwestern aus Kaiserslautern. Sie waren Kinder, als Bürkel regierte. Der Vater Jude, die Mutter katholisch. Als Mischlingen ließ ihnen der Gauleiter nur ein Leben außerhalb der Volksgemeinschaft. Also mein Vater durfte nicht mehr in öffentliche Gebäude, durfte nicht mehr ins Kino, Theater. Und meine Mutter ging natürlich dann auch nicht mehr. Wir wurden auch in den Geschäften, wurden wir nicht bedient. Es gab viele Geschäfte mit. Da waren ja schon Plakate. Plakate. Wir bedienen keine Juden. Also das haben wir sehr stark zu spüren bekommen. Und es hieß auch, lassen Sie sich doch von dem dreckigen Jud scheiden. Das höre ich jetzt noch, das hat sie uns so erzählt. Ne? Am Ende der ersten Klasse hieß es plötzlich, es gibt eine jüdische Sonderklasse. Und da musste ich dann dort weg aus der ersten Klasse und kam in die Sonderklasse. Da waren dann Kinder von allen Klassen. Dann hieß es plötzlich, also wir können die jüdische Sonderklasse nicht mehr dulden. Und unser Lehrer musste uns das mitteilen, wir müssen raus. Und wir haben zusammengepackt, es war ganz still in der Klasse, wir konnten es kaum fassen und wollten uns dann still davonschleichen, unser Lehrer voraus. Und als dann die Türe aufging, da standen auf dem Hof sämtliche Schulklassen in Reihe und Glied mit ihren Lehrern und skandierten in Sprechchören, wir wollen keine Juden mehr, Juden raus, es war furchtbar. Josef Birkel bietet sich eine neue Herausforderung. Die deutsche Wehrmacht marschiert in Österreich ein. Ein neuer Wiedervereinigungsrausch bahnt sich an. Der Führer braucht wieder einen Fachmann für Eingliederungsfragen. Birkel soll Ordnung in Österreichs Nazi-Partei bringen. Außerdem soll er eine Volksabstimmung organisieren, die die militärischen Fakten bestätigt. Im Vorgriff auf das Abstimmungsergebnis meldet Hitler hier auf dem Heldenplatz in Wien der deutschen Geschichte den Eintritt seiner Heimat in das Deutsche Reich. Und Birkel meldet Erfolg. 99,75% stimmen in Österreich für den Anschluss. Sie, mein Führer, waren einst der unbekannte Meldegänger im Großen Krieg. Und Sie gingen heim aus dem Großen Krieg und begannen erneut Ihre Pflicht zu erfüllen. Die Pflicht für die Rettung des Volkes auf seiner tiefsten Schmach. Sie wurden so zum Meldegänger des Schöpfers. Sie, mein Führer, sind der Meldegänger des Herrgotts zum deutschen Herzen. Während Birkel am 10. April 1938 hier im Wiener Konzerthaus den lieben Gott bemüht, ist Österreich ein Hexenkessel. Die Nazis toben sich an den Juden aus. Reibepartien nennen sie es, wenn Juden auf die Straßen getrieben werden, um mit Bürsten das Pflaster zu schrubben. Mit Schikanen gehen die neuen Machthaber gegen jüdische Einrichtungen vor. Die israelitische Kultusgemeinde Wien muss sich mit 800.000 Reichsmark freikaufen, vorläufig. Birkel verlangt, dass die Judenverfolgung geordnet vor sich gehe. Er richtet eine Vermögensverkehrsstelle für die Arisierung jüdischen Vermögens ein. Dann brennen die Synagogen, großdeutsch. Unter Birkel von Landau bis Wien, von Saarbrücken bis Ludwigshafen, von Neustadt bis Graz. Das Parlament in Wien, Birkels Amtssitz. Als Reichskommissar für die Rückgliederung Österreichs, als Gauleiter und schließlich auch als Reichsstatthalter in Wien rahmt ihn Gigantisches ein.
Markenzeichen auch in Wien, der Trenchcoat. Doch der zivile Schein trügt. Birkel betreibt die Gleichschaltung Österreichs, auch auf Kosten der österreichischen Nationalsozialisten. Das schafft Feinde. Die Leute übten sich ja ständig eingehend mit Intrigen jeglicher Art, denen zum Teil Birkel einfach nicht gewachsen war, wie mir schien. Und entweder haute er dann mal mit dem Knüppel dazwischen, ob das dann immer der richtige Augenblick war, war auch nicht klar, oder er wurde auf den Leim geführt, ohne dass er es überhaupt merkte. Die Körpersprache spricht Bände. Zum Regieren hat Birkel auch nach Wien seine pfälzischen Experten mitgebracht, die sich schon beim Anschluss der Saar bewährt hatten. Mit ihnen führt er die deutschen Gesetze in Österreich ein, enteignet die Juden, bereitet den Anschluss des Sudetenlandes mit vor und die Zerschlagung der Tschechoslowakischen Republik. Welch ein Weg für den kleinen Lehrer aus Lingenfeld bis hierher unter diese Säulen. Der tägliche Blick des Gauleiters beim Verlassen des Parlaments. In der Parteikanzlei beginnt man darüber nachzudenken, wie Wien diesen Gauleiter wieder loswerden könnte. Morgens frühstückt Birkel nur mit seinen Pfälzern, tagsüber arbeitet er nur mit seinen Pfälzern, mittags sitzt er mit seinen Pfälzern zusammen, abends geht er in den Stadtkrug mit seinen Pfälzern und nachts ist er dann wieder in demselben Haus mit seinen Pfälzern. Die Pfälzer wohnen in Grinzing. Vertrautes Territorium, fast wie zu Hause. Die Frauen sind daheim geblieben. Fünf Männerwirtschaft in einer arisierten Villa, heute kuwaitische Botschaft. Ein Witzbolz hat alles in Versen festgehalten. Birkels Wiener Abenteuer mit seinen Pfälzern. Diese Birkel-Villa gehört heute einem Prinzen in Saudi-Arabien. Im Staatsarchiv Wien lagert die Hinterlassenschaft der Birkel-Behörde. Der Inhalt von 400 Ordnern, sauber eingefüllt in stabile Kartons. Bittschriften, private Grüße, Denunziationen. Am Ende der Wiener Zeit hat Birkel mehr Feinde als Freunde. Sei es Inquart und Globocznik, die Rivalen in Wien. Chefideologe Alfred Rosenberg. Himmler und die SS, nur noch Spannungen. Hitler bleibt seinem alten Kämpfer noch gewogen. Aber Goebbels schimpft ihn einen Schreibtischsozialisten, mit dem er dennoch gemeinsam zu repräsentieren hat. Der Tribun soll das Volk berauschen für den Krieg. Von Wien zurück nach Westen. Im Sommer 1940 wechselt Birkel den Schauplatz. Frankreich ist besiegt. Und es steht erneut eine Wiedervereinigung an, die Lothringens mit Großdeutschland. Birkels Machtbereich wird größer und erhält einen neuen Namen, die Westmark. Die Stadt Metz bereitete Gauleiter Birkel, dem neu ernannten Chef der Zivilverwaltung für Lothringen, einen herzlichen Empfang. Lieber Gauleiter, die Schuljugend von Metz grüßt Sie in dieser deutschen Stadt. Durch das deutsche Tor betritt der Gauleiter die Stadt Metz. Seit
Sein Programm ist die Entwälschung Lothringens, Beseitigung alles Französischen, Eindeutschung aller Namen. Bur soll wieder Bauer, Dupont wieder Brückner werden. Pissoir und Baskenmütze werden verboten. Einen Mustergau mit saarpfälzischen Siedlern will er schaffen, einen Westwall aus deutschem Blut. Die strittigen Denkmäler wechselvoller deutsch-französischer Beziehungen belegt er wieder für Deutschland mit Beschlag. Per Fernschreiben teilt Birkel dem Führer mit, deutsche Volksgemeinschaft hergestellt. Juden und Französlinge sind bereits abgeschoben. Abgeschoben hat er am 22. Oktober 1940 auch die letzten Juden aus dem Saarland und der Pfalz. Die Birkel-Aktion, gemeinsam mit dem Reichssicherheitshauptamt durchgezogen, spielt sich unbeachtet von der Öffentlichkeit überall gleich ab. Auch in Ludwigshafen, Saarbrücken und Kaiserslautern. Morgens früh um 5 kam die Gestapo und klopfte an der Türe und sagte uns, wir müssen das Reichsgebiet verlassen. In einer Stunde. Wir waren dann natürlich alle sehr aufgeregt. Ich habe meine Eltern noch nie so gesehen, so verzweifelt auch und hilflos. Und wir haben dann versucht zusammenzupacken, was zu packen war. Und meine Schwester hatte dann die gute Idee, wir sollten alles doppelt anziehen, wir Kinder. Weil irgendwie hast du, glaube ich, die Situation erfasst, dass es jetzt irgendwo ein ganz dramatischer Moment ist, dass jetzt irgendwo ganz schlimm ist. Ja, und vielleicht war ich vorher aufgeregt und ich weiß noch, dass mir die Zähne geklappert haben, also wie verrückt. Und plötzlich war ich dann eiskalt und habe gedacht, das ist jetzt ein Abenteuer, da muss ich jetzt klar handeln. Denken und handeln. Dann stand unten schon ein Autobus, da mussten wir einsteigen und wurden quer durch die Stadt zur Löwenburg transportiert und mussten dort den ganzen Tag rumsitzen und warten. Und plötzlich kamen auch zwei alte Tanten von unserem Vater, die brachten die Sanitäter auf den Armen herein. Und unsere alte Großmutter, über 80 Jahre, musste auch, jetzt waren auch kleine Kinder dabei. Und dann kamen wir in diese Züge, es waren Personenzüge, die waren aber, zum Teil waren die Scheiben kaputt. Es war sehr zügig und kalt und ich erinnere mich, dass das eine ganz schlimme Reise war. Die Reise endet in Gürs, am Fuß der Pyrenäen. Gürs ist ein Internierungslager der Franzosen. Die Schwarzschilds kommen zunächst aus dem Lager heraus. Dann werden alle in Frankreich lebenden Juden zur Vernichtung nach Polen abtransportiert. Arier und Schwangere, heißt es, könnten sich von dem Transport zurückstellen lassen. Um wenigstens teilweise zu überleben, nimmt die Familie eine Trennung in Kauf. Meine Mutter hat beim Schweizer Roten Kreuz gearbeitet im Lager und die Schweizer Schwester kam mit meinen Eltern zu diesem Kommissär der Criblage. Und meine Mutter hatte als einziges Dokument nur ihr Kommunionbild und die Schweizer Schwester, die ließ nicht locker, die hat einfach immer nachgedoppelt. Ich kenne diese Frau, ich verbürge mich für sie, sie ist Arierin. Und zuletzt hat er gesagt, also gut, nehmen Sie die Frau und die Kinder. Aber der Mann muss mit. Die beiden Schwestern und ihre Mutter können in die Schweiz ausreisen. Richard Schwarzschild endet in Auschwitz. Josef Birkel ist inzwischen Reichsstatthalter in der Westmark geworden. An der Präfektur in Metz erzählt eine Tafel von seiner Herrschaft in Lothringen. Hier demonstrierten im August 1942 mehrere hundert Lothringer.
Sie wurden von den deutschen Behörden mit ihren Familien deportiert. Deportation, Umsiedlung und Absiedlung ist Birkels Handschrift in Lothringen. Zehntausende von Menschen lässt er nach Frankreich, nach Schlesien, ins Sudetenland und nach Österreich abschieben, weil sie sich der deutschen Volksgemeinschaft verweigern. In ihre Höfe ziehen deutsche Neusiedler aus der Pfalz, dem Saarland und Südosteuropa ein. Dieses Anwesen aus, wie es heißt, reichsfeindlichem Besitz bezieht der Reichsstatthalter selbst. Die Eigentümerin, eine französische Gräfin, lebt geistig behindert unter Vormundschaft. Trophäen werden hier heute noch gesammelt, aber die Jäger haben gewechselt. Wenn der Krieg gewonnen ist, will Birkel mit der Familie hier in Ketzing einmal richtig ausspannen. Das verspricht er seinem Sohn 1944 zum Geburtstag. Es kommt aber alles ganz anders. Noch heute zieht die melancholische Landschaft Lothringens Saarländer und Pfälzer in großer Zahl an. Auch die Gegend um den kleinen Stockweier gehörte zum Revier des Reichsstatthalters. Die Alten hier erinnern sich an wildes Herumgeballere, wenn der Gauleiter Jagdgäste hatte. Für unsere Kameraden, die hier und in anderen Konzentrationslagern gestorben sind. Das Fort Queuleu in Metz, eine Festung noch aus Kaiserszeiten. Unter Birkel, ein Sonderlager der SS, ein Vorzimmer von Dachau, Buchenwald, Mauthausen. Der Friseur Firmin Nicolas war hier Häftling. In den 60er Jahren hat er mit anderen Überlebenden in der Kasematte ein Museum eingerichtet. Seither steckt er Geld und Freizeit in die Erhaltung. Er will das Vergessen aufhalten, aber das wird immer schwieriger. Der Gauleiter und Reichsstatthalter ist hier unten nie gesehen worden. Dies war das Revier von Lagerkommandant Hempen. Jedoch hat Birkel über Konzentrationslager im Allgemeinen öffentlich nachgedacht. Nun kommt man und sagt, der Arbeiter käme ins Konzentrationslager. Wozu das? Sie drohen ihm mit Konzentrationslager, in welches er hineinkäme, weil sie offenbar selbst das Gefühl besitzen, dass ein Konzentrationslager für sie die geeignetste Entlohnung wäre. Das Vorhandensein von Konzentrationslagern ist nicht zurückzuführen auf den deutschen Arbeiter und dessen politische Haltung, sondern erstens auf das Verhalten jener, die es zuließen, dass der deutsche Arbeiter der Nation entfremdet werden konnte, weil man sich nicht genügend um ihn gekümmert hat. Die SS hatte hier das Sagen und der Befehlshaber der Sicherheitspolizei Anton Dunkern, dessen Chef neben Himmler Reichsstatthalter Birkel. Ein anderer Häftling von damals, der Elektriker Monsieur Schmidt, ist Birkel einmal persönlich begegnet, aber draußen, vor der Verhaftung. Er war ein, wie alle echte Nazi. Kannte nur seinen Willen, auf seinen Willen musste durchgesetzt werden. Er hatte ja den Auftrag, aus Lothringen Deutsche zu machen, auf jede Art. Das hat er versucht. La journée se passait, il n'y avait pas de changement. Nous étions assis sur ce banc, les uns à côté des autres, sans bouger, les pieds et les mains liés, le bandeau sur les yeux. Comme des statues vivantes, des statues.